Okay, also, aber sitzen Sie auf dem Boden, es ist auch sehr bequem, weil Sie in Samadhi gehen, ja, und dann fahren Sie runter, ist nicht so weit. Aber zu Hause können Sie doch auch Safa nehmen, ne? Also eine bisschen harte, damit Sie nicht immer hinterfallen. Und sitzen Sie so, können Sie auch meditieren, sitzen Sie im Bett, Ihre, wie sagen Beine, verkreuzt oder nicht verkreuzt, ist nicht wichtig. Ne? Sie können auch so sitzen und meditieren. Und liegen können wir auch, aber meistens, da hören wir nur die äußerliche Stimme. Ja. Deswegen sitzen wir, wenn wir meditieren. Aber das ist nicht die Bedingungen, dass wir Buddha werden. Bevor Sie schlafen gehen, sitzen Sie im Bett für ein paar Minuten, bis zum 10 Minuten, 20 Minuten, wie Sie wollen. Also, das heißt, Sie haben schon Ihre 2,5 Stunden fertig, ja. Und dann sitzen Sie im Bett nochmal ein bisschen und dann konzentrieren Sie da mit den 5 Namen. Und dann da, wenn Sie schon etwas stabil hier, und dann legen Sie manchmal langsam zurück, damit die ganze Nacht benutzt werde für Meditation. Da wir sind, sie werden in ganz hoher Welt erhoben mit der Meister und etwas zu lernen. Deswegen finden sie sich jeden Tag weise, mehr liebevoll und mehr Verständnis zu bekommen. Ja. Weil sie wissen nicht, woher. Kommt von Lernen in die höhere Ebene mit dem Meister. Abends, meistens abends. Weil mit ihrer 2,5 Stunden am Tag, das geht gar nicht genug. Ja? Und am meisten 2,5 Stunden schlafen wir schon 1,5 Stunde. Ja. Oder wandern wir mit unseren Gedanken überall, ganz in Deutschland. Dann kommen nur 2 Minuten zu Hause. Und wenn wir schlafen, die meisten werden unsere Schlaf, ja, der Meister, heben wir uns hoch und dann gibt uns die Lehre oben, ja. Aber manchmal, wenn sie wieder zurück im Körper kommen, vergessen sie das. Oder während der Zeit, unsere Verstand nicht dabei, könnte nicht sein. Denn der Verstand gehört nur hierher. Deswegen, wenn Sie zurückkommen, vergessen Sie das. Aber Sie finden sich immer in mehr Weisheit, mehr Schönheit, mehr Tücken, mehr Verständnis, mehr Toleranz, mehr Liebe. Und dann wissen Sie, dass es ist der Erfolg von unserer täglichen Meditation. Ja? Das ist sehr wichtig. Nicht immer nur Licht erwarten. Ja? Wenn Sie mehr liebevoll jeden Tag, weiser jeden Tag, dann wissen Sie schon, dass Sie erfolgreich sind. Verstehen Sie? Ja, weil sie schon hat diese Licht und Ton verdauen und dann das aktiviert äußerlich, und um unser Leben besser zu haben und andere Leute, die uns um uns herum auch beneficieren. Oh mein Gott, ich schäme mich mit meinem Deutsch, aber was soll ich sein? Ja, Sie verstehen schon, ne? Aber mein Ego verlässt dir. Das ist eine Schwach, so sehr broken, dass ihr nicht beherrschen könnt. Ja. Das verlässt mein Ego schon, aber mein Ego gehört auch Ihnen. Ja. Ich habe keine mehr private Eigentum. Was soll ich noch sagen? Ja. Aber manchmal, wenn Sie während Schlaf erweckt sind bei ihrem Partner oder Kind oder sowas, ja, manchmal. Und dann vielleicht in diesem Moment entdecken sie, dass das Licht war so breit, verstehen Sie, dass es Licht, die übrig bleibt von der höheren Ebene, da sie gerade heruntergezogen. Dann wissen sie, dass es doch
im Schlaf der Meister hat und erhob. Ansonsten wissen sie nicht viel, nicht immer. Ja? Weil wir sind so wie Kinder, die noch nicht erwachsen sind. Und wenn sie kleine Kinder ist, in vielleicht in den Presidential Palace hineingenommen und er schläft immer. Und er sagt, nein, ich war nicht beim Präsident, ich habe nichts gesehen. Ja? Ja. Aber die Leute in den Presidential Palace kennen schon das Kind. Ja, ja, kennen schon. Und später, wenn er allein kommt, die Leute willkommen ihm. Verstehen Sie? Das ist das Wichtigste. Ja. Also, ich verabschiede mich, ja? Ça va ou non? Ja. Dass Sie nach Hause gehen? Haben Sie gegessen? Nicht. Oh. Haben wir was vorbereitet für die Leute? Nicht? Có làm đồ ăn gì cho mấy người này không? No? Das ist auch Nachmittag. Es ist Mittagessenzeit. Ah ja. Ah, vielleicht haben sie so viel Arbeit und dann nicht daran gedacht. Es tut mir leid, ja? Ah, es tut mir leid. Es gibt schon etwas. Es gibt schon einige, wie sagt man? Prashad. Gesägte Essen. Wohin? Wo? Da.